Herzlich willkommen hier zum Ablauf der Video Mastery 2021. Mein Name ist Sven Sulik, ich bin Gründer von videodu.de und möchte dir jetzt einmal kurz erklären, was dich erwarten wird. Wir fangen an um 10.45 Uhr. Da würde ich dich bitten, dass du dich kurz einloggst mit deinen Login-Daten. Wenn du das nicht hast, du kriegst von mir vorher auch eine E-Mail. Da musst du eigentlich nur draufklicken und dann bist du automatisch eingeloggt. Das klappt aber nur, wenn du dich im Anschluss nach dem Kauf des Tickets auch wirklich registriert hast. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht und du kriegst von Digistore24 einfach eine E-Mail, wo dann quasi die Login-Daten drin stehen. Du musst dann das Passwort und dein Username selber eingeben. Das ist aber eigentlich ganz easy. Wenn du dazu Fragen hast, deswegen 10.45 Uhr, falls irgendwas nicht klappen sollte, schreib mir einfach und dann zeige ich dir das nochmal ganz, wie das Ganze funktioniert. Das ist aber wirklich nicht schwer. Einfach aufs Login klicken und dann eingeben oder halt direkt auf den Link. Wir starten pünktlich um 11 Uhr mit der Video Mastery. Du wirst wahrscheinlich wissen, beim Livestream ist immer ein bisschen Verzögerung. Ungefähr circa 20 Sekunden. Das, was wir dann machen, plus sind immer 20 Sekunden. Das heißt, wenn du was in den VIP-Bereich einen Chat reinschreibst, dann dauert das immer ein bisschen, bis das dann bei uns, also ist das sofort bei uns da, aber es dauert dann halt ein bisschen, bis du dann die Antwort bekommst. Ist ein bisschen verzögert, wie gesagt. Wir fangen dann an mit Mike Suminski. Mike fängt an mit der Technik, Settings für Fortgeschrittene und wird dann genau erklären, was er damit meint und ich freue mich schon drauf auf den Vortrag. Die Vorträge vorab sind alle aufgezeichnet im Vorfeld. Das ist aber das Coole, weil du kannst nämlich im VIP-Bereich, während der Vortrag läuft, direkt an Mike zum Beispiel eine Nachricht schicken und dir direkt Fragen beantworten lassen. Das funktioniert in diesem Bereich. Wenn du hier oben bist du dann eingeloggt, dann siehst du auch hier oben deinen Namen. Dann weißt du, okay, ich bin definitiv eingeloggt. Dann kannst du hier oben nochmal deinen Nicknamen eingeben, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt aber gar nicht unter meinem richtigen Namen erkannt werden. Dann ist das hier auch möglich. Du gibst einfach ein, was du möchtest. Ich würde dir empfehlen, gib einfach deinen Vornamen ein und deinen ersten Buchstaben von deinem Nachnamen. Dann kann man dich auch besser zuordnen, damit es halt nicht 520 Daniels gibt und man nachher nicht mehr weiß, wer das ist. Dann kannst du hier oben deine Frage eingeben und klickst am Anschluss auf Senden. Und dann können dir die Kollegen nämlich immer schön direkt die Fragen beantworten. Nach Mike Suminski kommt der Ferdi dran, auch mit Thema Technik, um 11.40 Uhr, The Right Tool for the Job. Um 12.15 Uhr bis 13.20 Uhr kommt dann die Q&A im Bereich Technik. Dort werden Mike und Ferdi dann die Fragen aus dem Fragenbereich vom VIP-Bereich beantworten. Das, was du gerade gesehen hast, ist der VIP-Bereich und dort haben auch nur die VIPs Zutritt, die dann in Chat Fragen stellen können, die dann in der Q&A live beantwortet werden. Das heißt, du siehst, auch wenn du kein VIP-Ticket hast, siehst du trotzdem die Antworten von Mike und Ferdi, kannst aber keine Fragen stellen, wenn du kein VIP-Ticket hast. Dann findet eine kleine Pause statt von 13.25 Uhr bis 14 Uhr, dass wir uns alle ein bisschen was stärken können, was trinken, was essen und dann geht es auch wieder pünktlich weiter um 14 Uhr mit Paulo Porter. Paulo Porter beginnt dann mit dem Praxisbereich und zwar geht es im Bereich Imagefilme für Unternehmen produzieren. Da wird er erzählen, was du brauchst und wie du das am besten machen kannst mit ganz vielen Tipps und ganz vielen Inhalten. Also ich habe den Vortrag schon gesehen, das ist wirklich ein super Vortrag und es lohnt sich auf jeden Fall. Dann geht es weiter um 14.35 Uhr mit Stefan Lutz. Stefan ist schon 20 Jahre dabei und erzählt einfach vom Fernsehen versus 10 Jahre eigene Filmagentur und plaudert aus dem Nähkästchen, auf was man unbedingt achten sollte. Er hat das aufgenommen mit Gordon zusammen. Das ist ziemlich cool im Interview. Dann fragt Gordon ihn halt die Sachen, die auch wirklich Filmemacher interessieren. Und er plaudert dann auch aus dem Nähkästchen und das ist ein super spannender, interessanter Vortrag. Also ich habe bis jetzt schon sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, ihr werdet da auch sehr, sehr viel lernen. Um 15.10 Uhr geht es dann weiter mit Clemens. Clemens erzählt dann auch im Bereich Praxis, also seine Learnings, was wichtig ist, um wirklich erfolgreich zu werden als Filmemacher. Denn Clemens hat auch schon mit richtig großen Größen zusammengearbeitet und kann da einige Tipps mitgeben, die auch sehr, sehr interessant sind und was uns wichtig ist von der Video Mastery, auch wirklich hilfreich und das auch aus der Praxis und nicht irgendwelche Theorie aus dem Buch, sondern dass du auch wirklich was davon hast. Um 15.45 Uhr geht es weiter mit dem Robert Miller
Robert Möller ist Profi in Sachen Sounddesign. Er hat in München auch eine eigene Firma und ist dort zuständig und erklärt, was wichtig ist beim Sounddesign. Wie du als Filmemacher deinen Sound extrem verbessern kannst, was du für Mikrofonierung benutzen sollst, wie das Ganze abläuft und was du vermeiden sollst und was du auf jeden Fall beachten solltest. Auch ein richtig cooler Vortrag, weil er kommt nicht aus der Filmemacherbranche, er kommt aus dem Sound und es ist ähnlich bei den Kollegen, aber halt anders. Die achten halt auf andere Dinge und er bringt auch ein paar ganz coole Beispiele aus der Praxis, die, wenn du das weißt, das unbedingt vermeiden kannst, damit es hinterher auch viel, viel besser funktioniert in der Nachbearbeitung. Im Anschluss kommt Paul Misty. Er ist auch aus dem Soundbereich, er macht das Mastering. Und zwar um 16.20 Uhr geht es los und dort erklärt er wirklich Schritt für Schritt, wie du den perfekten Sound mit deinen Dateien anwenden kannst, wie du die Stimme optimieren kannst, was wichtig ist, wie du auf Nähe und Distanz eingehen kannst, wie du richtig Atmos Sound mit einbinden kannst, damit dein fertiges Produkt noch besser klingt und wirklich hinterher zum Schluss dann halt perfekt gemastert ist. Und gibt auch zusätzlich noch ein paar Tipps und Tricks mit, welche Software er benutzt und was er so empfehlen würde und wie man diese Software auch am besten einsetzt. Also alleine schon dieser Teil vom Sound her, ich glaube, das alleine lohnt sich schon, weil wir hatten in der Gruppe gefragt, was habt ihr so für Interessen, was braucht ihr noch für Highlights? Und da kam eindeutig Thema Sound, dass das sehr wichtig sei. Um 17 Uhr ist dann halt Q&A Praxis am Set. Das heißt, wir gehen dann noch mal einen Schritt zurück. Erst Paolo Porter, Stefan Lutz und Clemens Bittner beantworten, wie gesagt, wieder die VIP-Fragen. Die siehst du dann auch im Livestream und kannst die halt vorher im Live-Chat die Fragen stellen. Danach, direkt im Anschluss um 17.30 Uhr, ist dann Praxis im Sound. Da kannst du Robert und Paul nochmal die Fragen stellen. Oder beziehungsweise dann kannst du Robert und Paul auch zuhören, was sie für Fragen bekommen haben und diese dann beantworten. Dann machen wir nochmal eine Pause von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, damit der Tag nicht ganz so lange ist und wir auch mal durchatmen können. Dann kommt um 18.30 Uhr geht's los mit Marketing. Da erklärt Gordon, wie man mit Marketing zum Vollzeit-Filmmaker werden kann, wie das Ganze funktioniert. Dann geht es weiter um 19.05 Uhr mit Walter Weber, wie man sechsstellige Umsätze erzielen kann. Und ganz zum Schluss werden die beiden nochmal im Q&A Marketing nochmal erklären oder nochmal auf die Fragen eingehen, die wie gesagt auch im VIP-Bereich gestellt wurden. Und dann war es das schon. 21 Uhr ist die Video Mastery vorbei. Das heißt, insgesamt geht die Video Mastery von 10.45 Uhr bis 21 Uhr im Livestream. Und ja, wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann würde ich dich bitten, geh kurz auf video-mastery.de. Dort erfährst du alle Informationen, alles, was du brauchst. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, dein Sven Sulik.